Nabda mal Fossil Server. Wir könnten montags joggen gehen. نحن نستطيع باقتراح أن نذهب كل يوم الاثنين نذهب للهرولة. فهنا سنتعلم الكونيوكتيف 2 الذي على الاقتراح أو النصيحة، وقاعدة أنه مونتاك، فنحن نعرف أنه مونتاك ونعرف الأسماء الأسابيع وأيام. وعندما نضيف الأس فمعناه كل يوم الاثنين، كل صباح مساء وهكذا. ففي الأسفل لدينا التدريب، في الأسفل لدينا التدريب الأول. Aufgabe 1. Sehen Sie das Foto an und antworten Sie. Was meinen Sie? انظر إلى الصور وأجب. ماذا تظن؟ Wer sind die Personen? من هم الأشخاص؟ Warum laufen sie zusammen? لماذا يمشون مع بعض؟ ف Wer sind die Personen؟ فممكن نجيب مثلا Die Personen sind ein Paar. يعني هم شريكين في الحياة. Die Personen sind Freunde, Astira. وهكذا. Aber warum laufen sie zusammen? لماذا يمشون مع بعض؟ Weil sie Sport machen. لأنهم يفعلون رياضة. على سبيل المثال. التدريب الثاني. Sehen Sie das Foto an, انظر إلى الصورة und hören Sie. واسمع. أو استمع. Was ist richtig? ما هو الصحيح؟ فلدينا der Mann, die Frau. الرجل أو المرأة. Möchte abnehmen. يريد أن يخس. يقل من الوزن يعني. Arbeitet als Trainer. Trainerin. يعني يعمل كمدرب. مدربة. Meint. يقصد أن 2 كيلومتر 2 كيلومتر nicht sind nicht so viel ليس بكثير هم ليس بكثير braucht eine Pause يحتاج إلى استراحة فنستمع Lektion 7 Wir könnten montags joggen gehen Aufgabe 2 Und? Wie fühlen Sie sich? Fantastisch. Die Natur, die frische Luft. Ich könnte ewig so laufen. Ja, Joggen ist toll. Ich hätte schon früher anfangen sollen. Ich will endlich ein paar Pfunde verlieren. Aber mein innerer Schweinehund. Ja, mit einem Personal Trainer ist es leichter. Danke für Ihre Hilfe. Das ist mein Job. Könnten wir ein bisschen langsamer laufen? Na klar, Sie bestimmen das Tempo. Die Hälfte haben wir ja schon. Oh, erst die Hälfte? Es sind ja nur 2 Kilometer. Nur? Das schaffen Sie schon. Ja. Alles klar? Ich kann nicht mehr. Kein Problem. Dann machen wir eine Pause. طيب سنسمع من جديد. Lektion 7. Wir könnten montags joggen gehen. Aufgabe 2. Und? Wie fühlen Sie sich? Fantastisch. Die Natur, die frische Luft. Ich könnte ewig laufen. Ja, Job ist toll. Ich,
Ich hätte schon früher anfangen sollen. Ich will endlich ein paar Pfunde verlieren. Aber mein innerer Schweinehund. Ja, mit einem Personal Trainer ist es leichter. Danke für Ihre Hilfe. Das ist mein Job. Könnten wir ein bisschen langsamer laufen? Na klar, Sie bestimmen das Tempo. Die Hälfte haben wir ja schon. Oh, erst die Hälfte? Es sind ja nur 2 Kilometer. Nur? Das schaffen Sie schon. Ja. Alles klar? Ich kann nicht mehr. Kein Problem. Dann machen wir eine Pause. Abnehmen, man yurid an yachis. Der Mann möchte abnehmen. Rajul yurid an yachis. Arbeitet als Trainerin. Die Frau arbeitet als Trainerin. Trainer ist alles einfach. Mudarrib shakhsi aw khass yakun kull shay sahl aw ashal. Meint, 2 Kilometer sind nicht so viel. Die Frau meint, 2 Kilometer sind nicht so viel. Hier zehn Kilometer ليس بكثير. Braucht eine فننتقل الى الصفحه التاليه ونقرا الكلمات فوق. فلدينا das Basketball كرة السلة. Das Volleyball الفوليبال. Das Handball كرة اليد. Gewicht heben رفع الأثقال. Fitness Training تدريب الفيتنس. يودو الجودو. بادمينتون das Badminton كرة الريش أو ريشة. نعيد الكلمات. Das Basketball das Volleyball das Handball das Gewichtheben das Fitnesstraining das Judo das Badminton. في الصفحة التالية لدينا das Yoga اليوغا. Das Golf die Gymnastik. Die Gymnastik الجيم. Das Tischtennis البينج بونج. Das Ice Hockey das Walken التريكينج أو المشي السريع يعني. Das oder die Aqua Fitness الفيتنس تحت الماء. Das Rudern التجديف أظن استخدام الخشبتين اللوحتين عند أو مع السفينة في السفينة. أعيد الكلمات. Das Yoga das Golf die Gymnastik das Tischtennis das Eishockey das Walken die Aquafitness das Rudern. والآن نذهب إلى التدريب الثالث. Wann fangen wir an? متى نبدأ? Was ist richtig? ما هو الصحيح? Hören Sie und kreuzen Sie an. استمع وضع إشارة. فهير بيترز يعني الآن كل شيء عن هير بيتر ولازم نختار عنه الأشياء الصحيحة. Möchte circa. فcirka تقريبا. يريد circa تقريبا ونستطيع أن نختصره ب CA أو الحرف آخر حرف CA ونقطة. 8 كيلو 4 كيلو weniger wiegen يعني يريد أن يزن أقل من يعني ينقص من 8 أو 4 كيلو.
möchte sich, Herr Peters möchte sich zwischen 7 und Viertel nach 7 auch nicht so früh zum Schwimmen treffen. Yani, يريد أن يتقابل ما بين الساعة 7 و 7 وربع أو ليس مبكرا من أجل السباحة. Herr Peters isst abends gern. Yani, يأكل برغبة مساء نودلن فلايش مكرونة أو لحم. Herr Peters möchte, يريد sofort, مباشرة, später, بعد ذلك, einen Termin vereinbaren. أن يتفق على ميعاد. Herr Peters möchte mit Amelie trainieren. تريد أو يريد أن يتدرب مع أميلي. Von Amelie ein Buch leihen. أن يستعير كتاب من أميلي. Möchte lieber, يعني يريد, يفضل, im Schlaf beim Sport abnehmen. أن يخس في النوم أو عند الرياضة. فسنسمع للتسجيل ونجيب. Aufgabe 3. Aufgabe 3. Puh, das war super. Ich fühle mich schon viel schlanker. Wie viel Kilo möchten Sie denn abnehmen? Naja, so ungefähr 8. Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. Aha. Also jeden zweiten Tag? Ist das nicht ein bisschen... Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. Wir treffen uns zwischen 7 und Viertel nach 7 vor dem Schwimmbad. Einverstanden? Geht es nicht ein bisschen später? So um 11? Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Abends esse ich gerne Pasta. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Aha. Wann fangen wir an? Ich rufe Sie an. Dann machen wir einen Termin aus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Peters. Hi, Amelie. Du sag mal, du hast mir doch von diesem Buch erzählt. Schlank und fit im Schlaf. Kannst du mir das mal leihen? Lass mal mich reden. Aufgabe 3. Puh, ist nämlich schon viel schlanker. Wie viel Kilo möchten Sie denn abnehmen? Naja, so ungefähr 8. Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. Aha, also jeden zweiten Tag? Ist das nicht ein bisschen... Dienstags und donnerstags könnten wir gehen. Wir treffen uns zwischen 7 und 14. So um 11? Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Abends esse ich gerne Pasta. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Aha. Wann fangen wir an? Ich rufe Sie an. Dann machen wir einen Termin aus. Okay. Hi, Amelie. Sag mal, du hast mir doch von diesem Buch erzählt. Schleit im Schlaf. Kannst du mir das mal leihen? Fräulein, Herr Peters möchte circa 8 Kilo weniger wiegen. Herr Peters möchte sich nicht so früh zum Schwimmen treffen. Eine Lajurid, einen يتقابل مبكرا
من أجل المسبح. هي المرأة المدربة كانت تقول zwischen 47 nach 7. فهو كان يقول ist das nicht zu früh? Können wir nicht um 10 أو 11 uns treffen? Herr Peters isst abends gern Nudeln. فهي كانت تقول إنه كربوهيدرات غير مسموح وإنما فقط سمك أقصد لحم وبعض الأشياء الأخرى. فهو كان يقول أنا أحب باستا. فهي كانت تقول الباستا من النودل التي يحتوي على الكربوهيدرات. كربوهيدرات. بعد ذلك Herr Peters möchte später einen Termin vereinbaren. يريد أن يتفق على ميعاد بعد ذلك. عندما سمع كل هذا. Herr Peters möchte von Amelie ein Buch leihen. لأنه كان يقول أنه du Amelie, du hast doch über dieses Buch geredet. أو بمعنى أنه تكلمت أو كان عندك كتاب fit und schlank im Schlaf في النوم. فهو أراد أن يستعين الكتاب. Herr Peters möchte lieber يفضل im Schlaf abnehmen. أن يخس في النوم. في الأسفل لدينا قاعدتين وهما الأس عند abends أو morgens أو mittags في أوقات اليوم أو الأيام الأسابيع. فالأس معناه jeden يعني كل. Abends jeden Abend. Abends يعني كل المساء. Auch so وكذلك nachts, morgens, montags, dienstags. طيب القاعدة الأخرى wann, متى. فلدينا البين. فالآن نتعلم أن نقول ما بين كذا وكذا. Zwischen 7 Uhr und 7:15 Uhr. الآن ننتقل إلى الأسفل. Was schlägt die Trainerin vor? ماذا تقترح أو تنصح تقترح؟ Hören Sie noch einmal, استمع مرة أخرى und ergänzen Sie den Fitnessplan. استمع مرة أخرى وأكمل جدول الفتنس. Aufgabe 3. قبل أن نبدأ فلدينا أربع فراغات فقط. فلدينا المونتاك، دينستاك، ميتفوخ، دونستاك. فهي ذكرت رياضتين. فلازم نسمع جيدا الرياضتين ووضعتها في أي مكان. Puh, das war super. Ich fühle mich schon viel schlanker. Wie viel Kilo möchten Sie denn abnehmen? Naja, so ungefähr 8. Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. Aha, also jeden zweiten Tag? Ist das nicht ein bisschen... Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. Wir treffen uns zwischen 7:15 vor dem Schwimmbad. Einverstanden? Geht es nicht ein bisschen später? So um 11? Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Abends esse ich gerne Pasta. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Aha. Wann fangen wir an? Ich rufe Sie an. Dann machen wir einen Termin aus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Peters. Hi, Amelie. Du sag mal, du hast mir doch von diesem Buch erzählt. Schlank und fit im Schlaf. Kannst du mir das mal leihen? Montag joggen. Dienstag schwimmen. Mittwoch joggen. Donnerstag schwimmen. Montag oder Donnerstag, Mittwoch joggen.
weil Dienstag, weil Donnerstag schwimmen. بعد ذلك هي الأشياء الأخرى مكتوب فيها Aqua Fitness. فيوم الجمعة Aqua Fitness. المتاكأسن الغداء زالات مت هينشن بروست سلطة مع صدر الدجاج هينشن دجاج بروست صدر شبينات مت شبيجل أي شبينات السبانخ شبيجل أي البيض الذي يكسر ويوضع تحت الزيت بحيث أنه الأبيض يكون في الطرف والأصفر يكون في الوسط. كارتوفل زوبا حساء البطاطس كواك مت كارتوفل الكواك هي اللبنة الزبادي الذي نسبة الماء فيه قليل جدا مت كارتوفل مع البطاطس كوختس كيموزا خضروات مطبوخة مت غيس مع رز الأبند أسن Gemüse Suppe, Hasse aus Schurbatel Chadrawat, Paprika Gemüse, Chadrawat el Paprika, el Fulful, Ecken el Sucker, les el Har. El Har, Yusama Chili. Tomaten Salat, Salata, Tomaten, Zwiebel Suppe, Schurbat au Hasse el Basal, Rinder Filet, Filet el Bachar. مهم. Das Training sollte regelmäßig يعني يفترض أو ينصح أو يقترح أن التدريب يكون regelmäßig باستمرار und immer ودائما zur selben لنفس الوقت Zeit stattfinden أن يتواجد دائما لنفس الوقت Ausruhen nicht vergessen. Ein يستريح الواحد أو الاستراحة أن لا ينسى. Auf gesunde Ernährung achten. الانتباه على الغذاء الصحي. Zwischen ما بين 20 also 20 Uhr und 6 Uhr sollten Sie nichts essen. يفترض أو يقترح أو ينصح أن لا يأكل شيء ما بين 8 مساء إلى 6 صباحا. Das Training, التدريب, sollte Spaß machen. يعني يفترض أو ينصح أن يكون يفترض أن يكون مسليا أو ممتعا. الآن نذهب للجراماتيك الذي في اليمين. Vorschläge, اقتراحات und Ratschläge und نصائح. Ich könnte, ich sollte. Er, sie könnte, er, sie sollte. Wir könnten, wir sollten. هذا هو الآن الكونيوكتيف 2. الكونيوكتيف 2 له أسباب أو له استخدامات كثيرة. منها الاقتراح والنصيحة. أولا نكمل الجدول ف Ich könnte, er sie könnte, wir könnten, ihr könntet und sie könnten. Ich sollte, ich sollte, er sie sollte, wir sollten, ihr solltet. Sie sollten. وكذلك سائر المدال الفعل المسن والدف مثلا. Ich müsste. Er, sie müsste. Wir müssten. Ihr müsstet. Sie müssten. Ich dürfte. Er, sie dürfte. Wir dürften. Ihr dürftet. Sie dürften. الآن ما هو الفرق بين أنا أستطيع؟ والكونيكتيف 2 مثال Ich kann spielen أنا أستطيع أن ألعب Ich könnte montags und dienstags spielen يعني باستطاعتي يمكنني أقترح لنفسي أن ألعب أو أنني ألعب مونتاك ودونستاك الاثنين والخميس فالأولى يعني خبر أنني أستطيع لدي الإمكانية أما الأخرى النصيحة أو الاقتراح أرجو أن يكون هذا يعني واضحا
الآن للسي، ordnen Sie zu. فلازم نرتب. Okay, dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. الأولى محلولة. تمام، إذا يفترض أن نتكلم عن جدولكم الفيتنس. الآن البي، أو نقرأ أولا. Wir könnten montags und mittwochs. يعني أقترح أو نقترح لأنفسنا يوم الاثنين ويوم الأربعاء. أو يمكننا كاقتراح يوم الاثنين ويوم الأربعاء. Dienstags und Donnerstags könnten wir. يعني يمكننا كاقتراح يوم الثلاثاء ويوم الخميس. Und abends sollten wir. ويفترض أو يفترض كنصيحة أو كاقتراح مساء كذا. Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. أن لا تأكلوا كربوهيدرات. Kohlenhydrate. Wir schwimmen gehen. نذهب للسباحة. Joggen gehen. الذهاب للهرولة. فالجواب هنا Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. الإجابة من فوق. Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. الآن تدريب أربعة لدينا Was sollte Herr Peters machen? يعني ماذا يفترض كنصيحة أن يفعل Herr Peters? Welche Ratschläge gibt die Trainerin? أي نصائح تعطي المدربة? Sprechen Sie über den Fitnessplan. تكلم عن جدول الفيتنس الذي في 3B. Die Trainerin sagt, المدربة تقول Herr Peters sollte montags und mittwochs joggen gehen مثلا. Ja, und am Montagabend sollte er am Montagabend Gemüsesuppe essen müssen. فأعطي مثال آخر مثلا وخاصة عن الأطعمة. Er sollte freitags zum Abendessen Rinderfilet essen. مثلا. Auch er dürfte طيب ننتقل للصفحة التالية. البي نفس الشيء، يعني ماذا تستطيع أن تقترح له لها بيتاس؟ فنعديها وكذلك لخمسة لأنه تخمين. فلدينا تدريب ستة. Was für ein Sporttyp sind Sie؟ يعني ما أنتم من نوعية الرياضة؟ الشخصية الرياضية sind Sie؟ Kreuzen Sie an und ergänzen Sie den Fragebogen. نضع إشارة وأكمل. فمكتوب مثلا Ich bin groß. أنا طويل. Ich bin schnell. أنا سريع. Ich bin gern an der frischen Luft. أنا بحب أو برغبة على الهواء النقي. Frisch يعني طازج. Ich mache gern allein Sport. أفعل بحب رياضة لوحدي. Ich mache gern im Verein mit anderen zusammen Sport. أنا أفعل بحب في فريق مع آخرين رياضة. Ich bin zeitlich flexibel. أنا من حيث الوقت zeitlich flexibel مرن. Ich habe nur wenig Zeit. لدي القليل من الوقت. Ich möchte etwas für meine Gesundheit tun. أنا أريد أن أفعل شيء من أجل صحتي. Ich möchte an Wettkämpfen teilnehmen. أريد أن أشارك في المسابقات. Ich möchte Spaß haben.
أريد أن أستمتع. فيعني ممكن تقول مثلا ich bin nicht groß, ich bin klein, ich bin langsam, ich liebe es an der frischen Luft. أو هذه يعني متقدمة شوي. ich bin gern an der frischen Luft. Oder ich bin nicht gern an der frischen Luft. Ich bin gern zu Hause, في البيت. Ich mache gern mit Freunden Sport. Ich mache gern in Gruppen Sport. Ich bin zeitlich nicht flexibel. مثلا. Ich habe viel Zeit. Ich möchte vieles für meine Gesundheit tun. Al-Kathir, ليس فقط etwas. Ich möchte nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Aber مثلا, ich möchte an Turnieren teilnehmen. هذا أيضا مسابقات. Ich möchte viel Spaß haben. هذا أيضا ممكن. وفي الأسفل لدينا إذن طريقة الحوار. فالبي erzählen Sie Ihrer Partnerin, Ihrem Partner von Ihrem Sportprofil. يعني تحدث عن البروفايل الرياضي. Welche Sportart kann sie er Ihnen empfehlen? يعني الشخص الآخر الذي يستمع يقترح لك رياضة. Ich bin nicht besonders groß und nicht sehr schnell. يعني لست يعني كبير متميز ولست سريع. Am liebsten bin ich an der frischen Luft. يعني أحب أن أكون على الهواء النقي. Welche Sportart würdest du mir empfehlen? يعني أي رياضة, نوع من الرياضة تنصحني؟ فيقول الآخر Du könntest rudern. يعني تستطيع التجديف. Dann bist du draußen an der frischen Luft. إذا تكون في الخارج draußen على الهواء النقي. أوكي. الآن في الأسفل لديك لدينا الكوميونيكاسيون المحادثة طريقة المحادثة فمكتوب فيها مثلا welche Sportart sollte ich machen يعني أي نوع من الرياضة ينصح لي أن أفعل أو ينصح أن أفعل würdest du mir empfehlen هل تنصحني passt zu mir هل يناسبني Ich möchte gern Sport machen. Eine أريد بحب أن أفعل الرياضة. Hast du einen Tipp für mich? هل لديك نصيحة لي؟ Mach doch, يعني لتفعل كذا. Mach doch Basketball. Du solltest Basketball spielen. يعني أنت كنصيحة يجب عليك أن تفعل كذا. كرة السلة. Du könntest auch, يعني تستطيع أقترح لك أنك باستطاع أن تلعب كرة السلة أو باسكتبول spielen. An deiner Stelle, في مكانك, würde ich, كنت سأفعل كذا. فالستلة هنا مكان. ممكن نستعمله أيضا كمكان وظيفة. Ich habe eine Stelle bekommen. حصلت على وظيفة. Wie wäre es mit, يعني كيف سيكون مع؟ Wie wäre es mit? Wie wäre es mit Judo? Eine كيف مع الجودو. هل تقبله مثلا؟ في الخلف لدينا der innere Schweinehund. الشweinehund حرفيا من شوين خنزير وهند كلب. فالinnere الداخلي. يعني هو مثل الشيطان الذي يمنعني أو الإرادة الضعيفة التي تمنعني هكذا. Was nehmen Sie sich immer wieder vor? يعني ماذا تأخذ لنفسك كنصيحة und schaff man es nicht ولا تنجح فيه. فأكتب بعض الأشياء. فيكتب مكتوب مثلا weniger Computer spielen. أن تقلل من لعب
العاب الحاسوب. Immer sofort abwaschen. In تغسل الأطباق مثلا مباشرة. Mehr Fahrrad fahren. Und deshalb كثير بالدراجة. Meine Post immer gleich öffnen und bearbeiten. فتح دائما البريد مباشرة gleich und bearbeiten. هو معالجتها. ففي الأسفل هذه النقاط نحولها لجمل. Ich würde gern أو ich würde gern mehr Fahrrad fahren. يعني أقترح لنفسي أنني أستطيع أو أريد أن أقود الدراجة أكثر. Du machst fit oder das macht fit und ist gesund. يعني هذا يفعل نشاط ويكون صحي. Ja, das stimmt. الآخر يقول مثلا ja, das stimmt, هذا صحيح. Ich fahre jeden Tag Fahrrad. أنا كل يوم أذهب بالدراجة. الآخر يقول ich fahre nur selten Fahrrad. أنا أذهب بالدراجة نادرا. Ich laufe lieber. أحب المشي. Oder nehme das, den Bus. أو أخذ الحافلة. ففي الأسفل ترون الخلاصة تبع القواعد وأيضا استكمال الجدول تبع التصريفات الكن والزول. وهكذا نقف والحمد لله.